Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Manfred Pirner. Ich bin Professor für Religionspädagogik an der Universität Erlangen-Nürnberg. Und mein Gast ist heute Professorin Claudia Gärtner von der Universität Dortmund. Und unter anderem Autorin von einem wichtigen Buch zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung. Deswegen wollen wir uns heute über dieses Thema mit ihr unterhalten. Ich fange mal an, Claudia, mit einer grundsätzlicheren Frage. Wir reden immer relativ viel von Bewahrung der Schöpfung. Wir wollen immer unseren Studierenden oder auch den Schülerinnen und Schülern beibringen, dass es ein wichtiger Beitrag eigentlich des Religionsunterrichts, der religiösen Bildung auch ist, dass wir zur Bewahrung der Schöpfung animieren, motivieren. Aber ist dieser Begriff eigentlich heute noch so brauchbar? Er klingt doch ein bisschen verstaubt. Ja, also einerseits ist es natürlich eine ganz starke Tradition mit dieser Bewahrung der Schöpfung, also der konziliare Prozess, schon über Jahrzehnte alt. Da geht es immer um Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Das finde ich also auch eine ganz wichtige Tradition, und auch zu zeigen, eigentlich ist das ein Thema, wo Kirche, Kirchen auch in ökumenischer Perspektive schon lange dran sind. Doch zugleich, wenn wir gucken, wie es erstmal um unsere Welt jetzt hier gerade bestellt ist, dann können wir sagen, bewahren können wir nicht mehr viel. Also vieles ist einfach schon kaputt und vielleicht auch unwiderruflich kaputt. Und wenn wir so gucken, es gibt Kippelemente in der ganzen Klimakrise, dass wir vielleicht schon auf Kippelemente zusteuern, dass wir da nichts mehr bewahren können. Also es geht vielleicht noch um Rettung oder um Heilung, vielleicht an einigen Stellen um Wiederherstellung, aber nicht mehr um Bewahrung. Das ist so das eine. Und das andere, was mir aus einer theologischen Perspektive eigentlich noch wichtiger ist, wenn ich sage, der Mensch bewahrt die Schöpfung, dann baue ich ja eigentlich schon so eine Zweiteilung auf. Ist der Mensch? Und das Gegenüber ist die Schöpfung, und der Mensch tut was auf diese Schöpfung hin. Und damit ist eigentlich der Mensch schon, hat so eine gewisse anthropozentrische Perspektivierung. Wir sind diejenigen, die tun, und die Schöpfung ist der Gegenstand. Und das ist vielleicht auch schon so ein grundlegendes Problem, dass wir uns nicht als Teil von Schöpfung verstehen, sondern als das Gegenüber von Schöpfung. Und das ist theologisch, aber auch aus einer ökologischen Perspektive eigentlich schon so ein Grundproblem. Man könnte ja vielleicht noch ein anderes Grundproblem benennen, auch aus theologischer Perspektive, dass der Schöpfungsbegriff ja manchmal sehr einseitig verstanden wird. Auch da gibt es ja Weiterentwicklungen. Hast du ja auch selber was dazu geschrieben? Also wir übersetzen ganz häufig Schöpfung oder setzen Schöpfung mit Umwelt gleich oder mit Natur gleich. Ja? Das ist erstmal, Schöpfung ist ein theologischer Begriff, von daher, wenn ich jetzt halt mit Nicht-Theologinnen spreche, ist eigentlich klar, dass es ganz schwierig ist, diesen Begriff erstmal zu übersetzen. Wenn ich das mal versuche zu übersetzen, dann meint Schöpfung eigentlich erstmal nicht Mensch plus Natur, sondern Schöpfung ist eigentlich das Zusammenspiel von allem das, was lebt, von Pflanzen, von Tieren, von Menschen. Und gleichzeitig meint es aber auch die Beziehung von all dem, was lebt und atmet, im Hinblick auch auf Gott. Und wenn die Schöpfungsordnung gestört ist, dann heißt es ja auch eigentlich, dass unser Verhältnis zu Gott oder zu einer göttlichen Macht gestört ist. Und das ist das, was wir eigentlich unter Schöpfung verstehen. Und das ist deswegen mehr als Umwelt oder Umweltzerstörung oder Natur als gegenüber des vom Menschen. Und du hast es ja jetzt alles sehr präsentisch, also gegenwartsorientiert formuliert, ne? Meistens denken die Leute ja, wenn sie den Begriff Schöpfung hören, ja, da ganz am Anfang, ne, da ist da was passiert. Aber ich glaube, das Charakteristische ist ja in der neueren theologischen Entwicklung, dass wir Schöpfung eigentlich mehr als Vision verstehen. Und vielleicht wäre das auch ja ein wichtiges neues Verständnis, was uns auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeit weiterbringt. Genau. Also wenn ich versuche, ich bringe mal zwei Fachbegriffe rein, vielleicht für die Ja. Theologinnen, vielleicht gibt es auch welche, die den jetzt einfach den Fachbegriff mal überhören. Wir können von so einer Creatio ex nihilo sprechen. Das ist das, was du eben gesagt hast. Das heißt sozusagen lateinisch die Schöpfung aus dem Nichts. Das ist so die Vorstellung. Ja, vielleicht gab's mal einen Gott, der irgendwie in 7 Tagen oder wie auch immer die Schöpfung aus dem Nichts geschaffen hat. Naturwissenschaftlich versuchen wir manchmal, das zusammenzudenken mit so einem Urknall. Das passt nicht ganz, aber das ist diese Vorstellung, irgendwann ist ein Anfang. Das ist theologisch schwierig von den Texten her, aber auch von der systematischen Reflexion dessen. Wir kommen eher zu so einer Vorstellung von Creatio continua. Das heißt, eigentlich ist die Schöpfung eine kontinuierliche Schöpfung. Das heißt, wir sind eigentlich immer wieder herausgefordert, diese Schöpfung, das meint auch die Beziehung zu Gott und mit dem alles, was lebt, zusammen gut zu leben. Das ist eine ständige Herausforderung. Deswegen kann ich einfach sagen, ist vorbei. Also als evangelischer Theologe neige ich ja dann dazu, immer den Luther zu zitieren, ne? Mit seinem kleinen Katechismus, der ja auslegt, was heißt es, an den Gott als den Schöpfer glauben. Ich glaube, dass Gott
mich geschaffen hat, ne? Und nicht irgendwann mal am Anfang der Erde. Genau. Und dann kann ich natürlich dieses Kontinuum auch gut auf eine Vision hindenken, ja, zu sagen, also was ist eigentlich sozusagen der neue Himmel, die neue Erde, auf die wir auch zuleben und wo ich Teil dran sein soll, diesen neuen Himmel, neue Erde auch den Weg dahin mitzugehen und mitzuentwerfen, ohne die Last oder die Vorstellung haben zu können, ich könnte den neuen Himmel, die neue Erde, ich selbst realisieren, sondern das ist auch natürlich etwas, was im Endeffekt aus einer theologischen Perspektive in Gottes Hand liegt. Also auch diese Hoffnungsperspektive, ne? Man braucht ja auch eine Hoffnung, um überhaupt sich zu engagieren fürs Klima, für Umwelt und so weiter. Ja. Jetzt haben wir über ein erweitertes Schöpfungsverständnis gesprochen. Aber du machst ja auch den Punkt, dass man eigentlich über die Schöpfungstheologie auch hinausdenken muss. Ich spiele mal einen Begriff ein, den du auch immer wieder verwendest. Alterität, schwieriger Begriff, ja, haben Studierende auch immer wieder Probleme damit. Vielleicht kannst du erläutern, was hat es mit diesem Begriff auf sich und was hat der mit Nachhaltigkeit zu tun? Also erstmal die Vorstellung Schöpfung, das haben wir gerade schon gesagt, das ist, glaube ich, ein wichtiger Ansatzpunkt. Aber es wäre zu verkürzt, immer nur zu sagen, ja, eigentlich die Theologie bringt nur den Schöpfungsbegriff rein, sondern wir haben ganz viel, was, glaube ich, gerade in unserer aktuellen Situation uns noch, wo man fragen kann, wofür brauchen wir eigentlich Religionen, wenn wir auf die Umweltproblematik oder auf die Klimakatastrophe gucken? Und ich glaube, die Vorstellung von Alterität ist dann eine ganz wichtige. Also Alterität heißt übersetzt, es geht um die Vorstellung von Andersheit, etwas, was eigentlich unser Denken, unsere Vorstellungen von Welt, von Mensch eigentlich überschreitet. Zum Beispiel Gott, der ganz anders ist. Genau, genau. Und das heißt, kann ich aber auch denken, sozusagen, ich kann mir eine Welt vorstellen, dass es etwas gibt, was ganz anders ist. Und ich sag mal, die Gegenfolie, wenn ich jetzt in die politischen Diskurse reingucke, dann heißt es ganz häufig, ja, wir haben gerade keine Alternative. Das ist eine Form von Alternativlosigkeit. Wir müssen jetzt gerade LNG-Terminals bauen. Wir müssen jetzt gerade das russische Öl ersetzen. Das stimmt, und das russische Gas. Und es wird suggeriert, wir sind in gewissen Sachzwängen und wir können gerade mal nicht anders als Lützerath abbaggern. Und als Christin kann ich sagen, diese Vorstellung von, wir können nicht anders, ist überspitzt gesagt oder deutlich gesagt eine unchristliche Vorstellung. Denn wenn ich glaube, dass es einen Gott gibt, dass es etwas gibt, was ganz anders ist, was größer ist, dann gibt es Alternativen. Und das ist, finde ich, ein christliches Framing von dieser Umweltproblematik, die ich total bereichernd finde. Und das gibt mir Hoffnung und es gibt mir aber vielleicht auch eine Widerstandskraft zu sagen, ich mag mich diesem alternativlosen Diskurs nicht aussetzen und mich damit zufrieden geben. Damit sind wir auch gleichzeitig ja eben bei der Frage, was eigentlich der spezifische Beitrag von Religionsunterricht, von religiöser Bildung zur Bildung für nachhaltige Entwicklung sein kann. Ja, wir können uns ja alle vorstellen, du dir sicher auch, ne? Also BNE wird rauf und runter jetzt in der Schule auch traktiert. Und jetzt kommen die Schüler in Religionsunterricht und jetzt geht es da auch noch um BNE. Ne? Und jetzt sagt die Lehrerin jetzt, naja, und der liebe Gott will es auch noch. Ne? Also vielleicht kannst du noch mal sagen, was ist jetzt das Spezifische, was der Religionsunterricht dann eigentlich da einbringen kann und vielleicht auch so einbringen kannst, dass den Schülern nicht als Verdoppelung einfach vorkommt. Also vorab, ich glaube, all das, was der Religionsunterricht kann, kann man auch anders legitimieren, kann man auch anders erreichen. Ich glaube, es gibt nichts, wo ich sagen würde, nur wir können an diesem Punkt die Klimakatastrophe besonders bearbeiten. Aber ich glaube, dass der Religionsunterricht eine inspirierende Kraft vielleicht hat, Dinge nochmal anders zu sehen oder vielleicht auch eine stärkende Kraft hat, Dinge anders zu sehen. Das so als Vorbemerkung. Und ich glaube, einerseits ist es so ein Punkt von, ich möchte mal sagen, Empowerment aus einer christlichen Perspektive heraus. Wir haben ganz häufig das Gefühl, auch gerade junge Heranwachsende, das Gefühl, wir sitzen total in der Krise und wir sind extrem von dieser Krise beeinflusst und sie wird unser Leben negativ beeinflussen. Und obwohl wir sozusagen belastet sind, obwohl es uns schlecht geht, müssen wir noch was tun, um die Klimakatastrophe aufzuhalten. Und das ist eine doppelte Belastung, das kann eine totale Überforderung auch sein. Und da finde ich diese christliche Perspektive, A, von Hoffnung, und B, das sage ich jetzt als Katholikin, dem Protestantin, auch diese Perspektive von Rechtfertigung nochmal, ja, zu sagen, es geht nicht darum, dass ich als Einzelne die Last der Rettung der Welt auf meinen Schultern habe, sondern ich habe von Gott die Zusage auch, dass ich
gerechtfertigt bin, dass ich ein gutes Leben auch führen kann und dass ich auch so etwas wie gerettet werden kann, obwohl ich ständig in sündigen und schlechten Strukturen lebe. Was natürlich nicht heißen kann, dass ich mich zurücklehne und dann sage, nein, naja, macht ja nichts. Nein, aber diese Überforderung, wenn ich mit Scientists for Future zum Beispiel spreche, eine PsychologInnen, die sich in dieser For-Future-Bewegung engagieren, die sagen, wie viele Beratungssituationen von Burnout von AktivistInnen haben wir eigentlich? Mit wie vielen Menschen und Jugendliche sehen wir, die auch verzweifelt sind und zu sagen, nein, aus einer christlichen Perspektive geht es um Empowerment und nicht nur um noch zusätzliche Belastung. Das ist auch so ein Punkt, weswegen ich diesen Resilienzbegriff, der in den Debatten häufig kommt, auch so problematisch finde. Resilienz heißt eigentlich, wir müssen Menschen widerstandsfähig machen, die müssen einen Ausgleich kriegen, wenn es ihnen schlecht geht, irgendwie aufgepäppelt werden, damit sie dem die Krisen bestehen. Und da würde ich sagen, das Christliche gibt eher nochmal ein Empowerment zu sagen, nee, es geht nicht nur darum, Krisen, die von mir nach außen herangetragen werden, die zu bestehen, sondern aktiv vielleicht auch an Verursacherprinzipien heranzugehen und zu sagen, was sind eigentlich die Ursachen von Krisen oder von einer Klimakatastrophe und da drauf zu gucken und nicht unbedingt Menschen zu bestärken, wird schon wieder, ja, Kopf hoch. Ja, man könnte es ja nochmal so pointiert auf den Punkt bringen, ne? Resilienz heißt eigentlich so Widerstandsfähigkeit. Und was du aber meinst, ist ja die Fähigkeit zum aktiven Widerstand. Genau, ne? Also genau. Auch durchaus mal Widerstand zu leisten gegenüber dem, was in der Politik so passiert. Gehört das für dich mit dazu? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich würde RBNE stark auch nur als ein politisches Prinzip damit hineinsehen, dass ich nicht auf das Individuum immer nur gucke, was ich ja mehrfach schon gesagt habe, dieses belastete Individuum, die belasteten Kinder und Jugendlichen, sondern gucken, wo sind eigentlich die Strukturen dieses Übels, dieses Böse in denen wir uns gerade auch befinden. Und diese Strukturen, die kann ich eigentlich nur politisch oder gemeinschaftlich angehen und zu gucken. Und da, glaube ich, kann Kirche oder da können auch Religionsunterricht nochmal sich verstehen als wir sind eine Form von Gemeinschaft oder wir sind eine Form von Kollektiv und können wir gemeinsam auf Dinge drauf gucken. Nicht nur immer nur, was kannst du machen, guck in deinen Butterbrotbeutel, wo kannst du Müll sparen, sondern eher zu gucken, wo können wir gemeinsam in unserer Werte- und Normengemeinschaft gucken, wie wir unsere Anliegen nochmal vorbringen können. Damit man auch aus diesem Einzelkämpfer-Dasein dann so ein bisschen rauskommt. Ne? Ja. Gemeinschaft suchen, ja. Ich möchte nochmal einen schönen Fremdwortbegriff einspielen, den du immer wieder verwendest und der mir auch selber natürlich wichtig ist, den Begriff der Suffizienz. Vielleicht kann man damit nochmal verbinden, auch so einen besonderen Beitrag der christlichen Tradition und eben auch des christlichen Religionsunterrichts. Also kannst du den erläutern, erklären? Also Suffizienz kommt jetzt nicht von mir, sondern es ist ein ganz etablierter Begriff in der Nachhaltigkeitsforschung, der eigentlich meint, es geht darum, um zu gucken, was ist eigentlich genügend? Haben wir eigentlich einen Einsatz von Ressourcen, der eigentlich unseren Bedürfnissen genügt? Also jenseits des Wachstums, wir brauchen immer mehr und mehr. Was brauchen wir eigentlich wirklich, damit wir gut leben können? Das meint Suffizienz. Und das hat eine Nähe zu Diskursen, die wir auch in der Theologie haben oder in der Christentumsgeschichte zu haben, die ich jetzt mal sagen, als eine Tradition von Armut, von Genügsamkeit. Ja, das ist nicht gleichzusetzen, glaube ich, so, weil wir diese Armutsgeschichten zum Beispiel bei Franziskus oder in den Bettelorden, haben nicht Armut gelebt, um Suffizienz zu leben, sondern die haben versucht, ein armes Leben zu leben, um sich zu befreien von materiellen Sorgen, um sich zu befreien von Begehrlichkeiten, um frei zu werden für etwas anderes, in diesem Fall für Gott. Aber da ist natürlich die Frage, was ist gutes Leben? Das steckt da mit drin, ne? Und die Entdeckung, dass gutes Leben jetzt nicht unbedingt heißt, immer mehr haben. Ne? Und das finde ich eine wichtige Pointe nochmal auch im Suffizienzdiskurs. Also gerade wenn ich politisch gucke, heißt immer Suffizienz, da gibt es immer Parteien, die sofort sagen, ja, ist Verbot, wir wollen uns nicht einschränken, jeder muss die Freiheit haben, das. Und zu sagen, aber in dem christlichen Gedanken steckt das ja eigentlich drin. Es geht nicht darum, uns selbst zu martern oder uns was zu entnehmen, damit es uns schlecht geht, sondern damit es uns gut geht, damit wir ein befreiteres Leben führen können. Und die Freiheit auch zum Verzicht, ne? Aber jetzt nicht irgendwie moralinsauer, sondern festzustellen, dass vielleicht im Verzicht das gute Leben wirklich drin liegt und ich vielleicht da sogar mehr vom Leben habe, als wenn ich immer mehr will. Ne? Genau. Wobei mir da nochmal wichtig ist, diese Suffizienzdebatten sind natürlich auch wieder zum Teil individuelle Debatten. Ja? Wenn ich jetzt sage, in der Klasse stehe und darüber diskutiere, sollen wir jetzt alle suffizient leben? Das ist gut und wichtig, glaube ich, auch als Perspektive.
Gleichzeitig reicht es überhaupt nicht aus, zu gucken, dass die einzelnen SchülerInnen, vor allen Dingen auch nochmal, wenn sie jetzt aus sozioökonomisch gar nicht so starken Milieus kommen, der eigene Suffizienzbeitrag für den Klimaschutz ist relativ gering, sondern wir sehen, wer sind die Big Player? Das sind Personen, die die großen Yachten fahren und die mit einer Yacht das Vielfache dessen in einem Jahr an CO2 freisetzen, als was viele Menschen in ihrem ganzen Leben freisetzen. Mhm. Von daher, auch da sind wir wieder zurückgespiegelt an diese strukturellen Debatten, an gesellschaftliche Fragen und politische Fragestellungen. Ja, und im Prinzip müsste man die Besitzer von den großen Yachten einladen, mal zu so einer spirituellen Meditationsveranstaltung oder sowas, ne? Damit die vielleicht auch entdecken, dass gutes Leben noch was anderes ist, als vielleicht die großen Yachten fahren, oder? Es wäre schön, wenn es, glaube ich, so einfach wäre, ja, okay. Weil wir natürlich, selbst die Yachtenbesitzer natürlich auch in Strukturen von, wir nennen das mit dem Fachbegriff hegemonialen Strukturen sind. Also hegemonial heißt Strukturen, die eigentlich alles stark durchdringen. Und dann haben wir so wirtschaftliche, kapitalistische Strukturen, wo einfach Wertschätzung und Anerkennung über Geld, über Reichtum auch einfach geht. Und da mal so rauszukommen mit meditativen Angebot, ist eine schöne schöne Idee, das sich mal vorzustellen, ein Retreat mit Elon Musk und Donald Trump. Genau, ein bisschen Idealismus braucht man ja auch, ne? Ja, vielleicht kommen wir zum Schluss unseres Interviews und da würde ich dich ganz gerne mal so jetzt zurückführen in die Praxis des Religionsunterrichts. Also unsere Studierenden, die sich jetzt auf einen späteren Religionsunterricht vorbereiten, BNE im Religionsunterricht, was würdest du denen mitgeben? Worauf sollen sie vor allem Wert legen? Worauf sollen sie vor allem achten? Also Empowerment, Kinder wahrnehmen und Jugendliche wahrnehmen in ihren Bedarfen und eine politische, partizipative Ausrichtung von Lernprozessen. Das wäre mir so ein wichtiger Punkt. Okay, schönes Schlusswort. Claudia, vielen Dank gerne, für dieses gerne. Gespräch und bis demnächst mal wieder. Dankeschön.